Sind Sie schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Fachgespräch im Format Kolloquium. Wir gehen heute mal in die Tiefe der Frequenzen. Dafür habe ich Dieter Bröhrs hier, ich freue mich sehr, und Per Zebergs, der natürlich in diesem Thema auch eine Koryphäe ist. Zusätzlich wollen wir natürlich von Professor Dr. Rau wissen, wie wir dieses ganze Wissen auch für die Menschen in Kliniken integrieren können, um wirklich zum höchsten Wohl in die Gesundheit zu kommen. Bleiben Sie dran! Hallo zusammen, schön, dass ihr in der tollen Runde hier seid. Und ja, lieber Per, weil ich ja weiß, du bist hier im Thema super, super drin. Und lieber Dieter, dadurch, dass du jetzt heute hier bist in live, freue ich mich natürlich riesig, dass ihr wirklich mal diesen Austausch machen könnt, du die Fachfragen stellst, die ich nicht weiß. Und lieber Thomas, du einfach auch nochmal aus Sicht wirklich als Klinikchef sagst, wo können wir dieses Wissen wirklich nutzen, um im Patienten das Maximale rauszuholen. Also legen wir los. Also ich will erstmal richtig stellen, die Koryphäe sitzt da drüben. Ich bin vielleicht eine Koryphäe in Fragen stellen. Ja, das habe ich auch so richtig stellen. Nee, ich bin sehr dankbar, dass ich heute da Fragen stellen darf. Und ich bin ein Seiteneinsteiger, muss ich auch dazu sagen, aber ich bin, glaube ich, ganz durchaus gut informiert. Und die wichtigste Frage ist vielleicht schon mal nochmal diese Story mit den 150 Megahertz. Mhm. Du hast es dann auch den Quellcode eigentlich von allem genannt. Und welche Auswirkungen hat es eigentlich auf alle lebenden Organismen, insbesondere natürlich auch auf uns Menschen? Das ist das, was uns interessiert. Ich glaube, das ist wichtig, und um auf die Frage auch umfassender einzugehen, dass wir uns damit anfreunden, dass es sozusagen nicht zufällig ist, wie Leben entsteht. Ja, dass es eine Art kosmische Datenbank gibt, eine Art Blaupause, so glaube ich, kann man sie am besten nennen, wo sozusagen die Strukturen angelegt sind, die sich dann hier ausprägen in der Raumzeit. So. Das ist also nicht irgendwie ein Ergebnis durch zufällige Ereignisse, die da zustande gekommen sind. Das wird niemand so sehen. Und tatsächlich geht es um diese Ebenen, also mathematisch gesehen wäre es eine höhere Dimension. In diesem Falle, wenn wir das Modell von Burkhard-Heim nehmen, ein zwölfdimensionales Weltmodell, in der Geist, Seele und so weiter und Körper mit eingebunden ist, die Informationsräume. Also da haben wir eine Dimension, wo diese Blaupause eben angelegt ist, X5 und X6. Das heißt, die höheren Dimensionen, die der Raumzeit übergeordnet ist oder sind. Und wenn wir da jetzt uns einigen, das als Blaupause, glaube ich, ist am unmissverständlichsten, bleiben wir dabei. Da geht es nämlich darum, wie rufen wir Informationen auch ab? Das macht der Körper ja permanent. Ja, in einer sehr hohen Geschwindigkeit, in der sogenannten Planck-Zeit, ja, also mehrere Male pro Sekunde, sehr schnell übrigens, sehr viel, wird immer abgeglichen, immer eine Art Kalibrierung vorgenommen. Ja, und das ist im Grunde genommen auch eine Erklärung dafür, wie das Leben als solches funktioniert. Und auch aus dieser Dimension holen wir auch die Information und die Energien runter. So, das ist im Grunde genommen die Voraussetzung. Ja, und wenn wir vom Quellcode sprechen, dann ist es im Grunde genommen die Blaupause, über die wir hier sprechen. Okay. Sehe ich das richtig, sage ich mal, wenn wir uns mal ein Körpervolumen angucken? Ja. Und gucken uns den atomaren Aufbau an, wir würden zu unterstellen, was noch nicht mal richtig ist, dass der Atomkern und die Elektronen Teilchen sind. Wie gesagt, ist ja eines ist Energiewirbel, die anderen sind dann Teilchen oder Welle oder sind gar nicht da, sind gar nicht auffindbar, das sind die in einer anderen Dimension. Und dann sagt man ja 99,999999% ist nur Quantenvakuum. Mhm. Und dann sind wir, glaube ich, da in der Richtung Blaupause. Und ich habe mal gelesen, das kannst du bestätigen, du kannst sagen, ist nicht so, dass das Informationspotenzial in dieser anderen Dimension, ich sage mal auch Skalarfeld, dazu gibt es keine Materie, keine Begrenzung der Lichtgeschwindigkeit, dass dort das Informationspotenzial pro Planck-Volumen, und Planck-Volumen ist ja definiert mit 10 hoch minus 33 hoch minus 3 Kubikzentimeter, 10 hoch minus 99 Kubikzentimeter, also nichts von nichts von nichts von nichts von nichts. Und doch etwas da. Und dann, dass dort aber das Volumen der Zustandsmöglichkeit, also in Bits, 10 hoch 107 ist, also eine 10 mit 107 Nullen, und dass dort alles Wissen, also quasi die
man sagt vielleicht auch Akasha-Chronik anders dazu, die Weltdatenbank ist. Und dass das ist meine Meinung, dass dort sogar die Streuungsinformation von jedem einzelnen Bakterium da ist, was der in unserem Körper zu tun hat. Ich habe das mal gelesen, unser Körper ist ein Ökosystem. Und dieses Ökosystem, sagen wir, gehen wir immer von 70 Kilogramm aus, hat 70 Billionen Zellen, 700 Billionen Mikroorganismen, also 10-mal so viel. Jetzt kommt für mich aber noch der Punkt. Und Mitochondrien sind auch in gewisser Weise selbstständige, eigenständige Lebewesen mit eigenem DNA. Die sind für mich die absolut wichtigsten Organellen. Davon haben wir ungefähr 100 bis 200 Billiarden. Mhm. Jetzt dieses Orchester wird ja nicht gesteuert von der DNA. Was hat die DNA mit den Bakterien zu tun? Aber diese Steuerung liegt für mich, die native Urblaupause für alles, für den Bau, für die Steuerung, für alles. Wenn es in Ordnung ist, kann auch alles regenerieren, kann auch alles gebaut werden, weil das funktioniert gut. Wenn man diese Blaupause sozusagen immer im guten Zustand den Zugang dazu hält und dann nicht beeinträchtigt durch irgendwie Störfrequenzen oder falsches Verhalten oder Gifte oder so irgendwas, dann könnte man eigentlich doch alles hinkriegen können. Sehe ich das richtig, oder? Ja, theoretisch so. Es ist ein bisschen irritierend gewesen. Das war zu viel Information auf einmal, auch für mich. Da bin ich beruhigt. Aber es ist mal so, dass das Leben überhaupt so funktioniert, wie es zustande gekommen ist, ist klar, dass dieser Abgleich, da komme ich gleich drauf zu sprechen, dass die Information, Blaupause, sozusagen der Bauplan des Lebens, abgelegt ist in einer raumzeitlosen Dimension, die sich dann hier ausprägt, materiell ausprägt. So, um das aber am Leben zu erhalten, bedarf es eben, wie ich schon angedeutet habe, eines ständigen Abgleichs zwischen dem Ist-Wert, das ist hier auf der Erde, so wie wir sind, und dem Sollwert, so wie es sein soll, wenn man diese Kalibrierung, wie ich es nenne. Das passiert sehr schnell. Und wenn man davon ausgeht, dass das grundsätzlich so ist, dann könnte man einfach die Frage stellen, die wir auch berechtigt, wie ist denn überhaupt Krankheit möglich? Wie können Zellen entarten, wenn das immer wieder passiert? Also das hat im Grunde genommen Grenzen. Da bringe ich jetzt ein Beispiel aus der Onkologie. Ich habe damals zusammengearbeitet mit dem Krebsforschungszentrum in Heidelberg, mit der Mildred Schiel damals, die war Präsidentin. Und da habe ich viel gelernt, was onkologische Fälle wirklich sind. Nehmen wir als Beispiel. Ja. Okay. Onkologie soll jetzt kein Schwerpunkt sein. Aber da sagte mir dieser Onkologe, Namen habe ich jetzt vergessen, sagte, wissen Sie, eine Krebszelle verhält sich asozial. Sie entstammt ja einem gesunden, einheitlichen Milieu, Zellmilieu, und hat dann, wodurch auch immer, da gibt es verschiedene Ursachen, sich irgendwann mal zum Egoisten aufgespielt und gesagt, sie hat das Verhältnis von Geben und Nehmen eingebüßt. Sie nimmt mehr, also die Energie, die ihr gar nicht zusteht, als sie zusteht, und sie schüttet den Müll quasi vor die Tür. Das ist asozial, sage ich. Das akzeptiere ich, das sehe ich auch so. Ja, sagt er, so kann man das am einfachsten sehen. Jetzt kommt's. Wir haben Versuche gemacht an der Uni in Erlangen damals. Ich glaube, das war ein Tumor aus dem Mundboden, aus der Zahnchirurgie. Und da hat man eben das Ganze in einer Petrischale auch eingefärbt. Und dann hat man das befeldet mit ganz bestimmten elektromagnetischen Feldern. Und da konnte man zunächst mal sehen, dass also der gesunde Zellboden eine Einheit gebildet hat, auch eine eigene Frequenz übrigens ausgestrahlt hat. Da sind wir beim Thema Biophotonen von Pop. Kommt wahrscheinlich gleich nochmal. Aber hier ist es nur wichtig zu merken, dass man gesehen hat, dass eine onkologische, eine entartete Zelle andere Frequenzen aussendet als eine gesunde. Sie können gar nicht mehr kommunizieren. Die tun es einfach nicht, weil die Zelle hat ein anderes System an den Tag gelegt, ein egoistisches. Und das Phänomen, das an ein Wunder gegrenzt hat, weil es damals in der Form das erste Mal sichtbar gemacht wurde, dass durch bestimmte elektromagnetische Felder die Zellen auf einmal wieder anfingen, miteinander zu kommunizieren. Das heißt, die Zelle hat sich quasi resozialisiert, so haben wir das ausgedeutet, und hat sich wieder integriert ins System. Das war für uns zum Niederknien, kann man sich vorstellen. Also das ist ein schöner Abgleich, wenn man sich vornimmt. Ich ergänze das jetzt nochmal, um auf deine Frage genauer einzugehen. Jetzt kann man sagen, bleiben wir nochmal in der Onkologie. Alter Stand, ich glaube, da hat sich nicht wesentlich verändert. Eine einzige Zigarette, wenn wir sie inhalieren, löst ungefähr 10.000 Genmutationen aus. Es reicht eine einzige, also Immunsystem, dass es unser Immunsystem zustande bringt, das zu korrigieren, ist also schon mal ein Phänomen für sich, ein Wunderwerk für sich. Nur dadurch, dass der Abgleich immer vorgenommen wird, wie ich gerade sagte. Aber es reicht, wenn ein Onkogen, wenn eins von diesen entarteten Zellen, von den 10.000 pro Zigarette, übersehen wird, würde es zu einem Proto-Onkogen kommen, also einem Prototypen, ersten onkologischen Fall als eine Zelle.
Und dass das nicht der Fall ist, verdanken wir unserem perfekten System, Immunsystem, das es schafft, damit fertig zu werden. Also das ist erstmal ein grobes Modell, dass man sieht, da gibt es eine Ordnung hinter, die das irgendwie orchestriert. Mhm. Und das ist also das Phänomen Leben an sich, was leider in der Wissenschaft gar nicht richtig definiert wird. Ja, auch wenn man im biophysikalischen Bereich unterwegs ist wie ich, seit vielen Jahrzehnten fehlt der Bereich Bios, nämlich Lebendigkeit, Leben, eigentlich vollständig. Das überlässt man den Geisteswissenschaftlern lieber oder den Philosophen. Ja. Und doch ist das Phänomen ja eigentlich das Leben, das, was uns zum Lebendigen, zum Homo sapiens überhaupt macht. Das darf man nicht vergessen. Also wir reden hier über geistige Anteile noch gleichzeitig mit. Ganz wichtig, aber damit ich nicht zu sehr vom Thema jetzt abweiche, denke ich mal, diese Orchestrierung, die es da gibt, die Kommunikation ist hochgeordnet. Nur eine höher geordnete Macht, die wir selber den Geist nennen, deswegen komme ich drumherum, das einmal zumindest anzudeuten, das tue ich ja gerade, ist, wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit, mit unseren Gedanken, mit unserer geistigen Haltung so weit abgewichen sind, von der Norm abgewichen sind, in die Angst gehen, in die Selbstliebe gehen oder wie auch immer das vernachlässigen, dann gibt es tatsächlich auch defizitäre Bereiche im Immunsystem und diese Kalibrierung, den Ist-Wert und Soll-Wert vergleichen, wird eingebüßt. Erklärt sich der Fachbereich Psychoneuroimmunologie. Das sagt es eigentlich schon in der Formulierung. Die Psyche als Geist hat einen Einfluss auf die Neurologie und die Immunologie. Das ist ein Bereich, der ja, ich habe keinen Begriff dafür jetzt, ich suche gerade einen passenden, lassen wir mal, einfach mal vernachlässigt wird, sträflich vernachlässigt wird. Aber den sollte man berücksichtigen, und das wäre schön, wenn wir jetzt gerade, wenn wir über Frequenztherapien reden, sollten wir eigentlich darüber reden, dass Zellen grundsätzlich miteinander kommunizieren, sonst wäre das nicht möglich. Prinz Albert Popp, da bin ich auch damit durch, hat folgendes Beispiel gebracht, 21, 22. Und wenn ich das jetzt gesagt habe, sind Hunderttausende von chemischen Prozessen abgelaufen. Kein elektromagnetisches Modell, kein Rezeptormodell chemischer Art kann das korrigieren. Das muss ein höheres Ordnungssystem geben auf der Skalarenebene. Biophotonen zum Beispiel machen das, dass das überhaupt ermöglicht wird, dass Zellen funktionieren, so wie sie funktionieren. Ich habe eine ganz wichtige Frage zum Thema, wie kommt man in Kommunikation mit diesem Abgleich? Jetzt arbeiten wir mit einer Technologie, die 150 MHz verwendet, aber als skalare Trägerwelle. Jetzt habe ich so meine persönliche sozusagen Idee oder meine Vorstellung. Diese Hyperräume sind ja auch Skalarfelder. Das sind im Prinzip, da gelten die normalen physikalischen Gesetze nicht mehr. Also da gilt jetzt gibt es keine Massen, gibt es keine Kräfte, gibt es keine Lichtgeschwindigkeit, Begrenzung. Und da gibt es was ganz Krasses nicht, und zwar die lineare Zeitlinie. Und da gibt es jetzt ein Beispiel, wo ich vermute, das hätte ich gern von dir beantwortet, dass wenn Menschen hohe Emotionen emittieren über das Herz, dass das eigentlich Skalarwellen sind, die die Brücke schlagen zu diesem Skalarbereich und dort Informationen zur neuen Steuerung aktivieren könnten. Da gab es einen Versuch in den USA, und zwar haben die Folgendes gemacht, und das ist eigentlich verblüffend. Da haben die Leute, sagen wir 10 Leute gehabt im Hospital, die standen alle vor der gleichen Operation mit den gleichen, sagen wir mal, Heilungsaussichten. Und dann haben sie für 2 von denen, haben sie dann Leute beten lassen, denen haben sie ein Bild geschickt und Daten und so weiter, und das haben die gemacht. Und dann war wissenschaftlich signifikant nachweisbar, dass der Heilungsprozess beschleunigt war. So, jetzt kommt aber der Clou. Das hat auch funktioniert, wo die Menschen angefangen haben zu beten, wo die Leute schon aus dem Hospital waren. Also ich kann mir das nur so erklären, dass dort eben diese Emotionen über die Gedanken, sage ich mal, der ist schon gesund oder irgendein weißer Teufel, also war etwas sehr Positives, aber das Ergebnis ist eigentlich schon zu sagen, nicht sagen, wir wollen, dass der schneller heilt, sondern das ist schon eingetreten, so in dem Sinne. Habe ich jetzt die Vermutung, dass im Prinzip die Hochdankbarkeits- und Liebesfrequenzen aus dem Herz emittiert Skalarwellen sind? Könnte das sein? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Anspruchsvolles Modell, aber es ist tragbar, so wie ich das jetzt einschätze. Wir haben ja mit Skalarwellen auch unsere Erfahrungen gemacht. Ja. Wir haben ja von Tesla erfahren, die transversalen und die longitudinalen Wellen und so weiter. Kelvin und Heinrich Hertz hatten ja damals einen Riesenstreit gehabt. Der eine hat gesagt, ich habe die elektromagnetische Welle, die Hertzsche Welle entdeckt. Ja. Und Kelvin hat gesagt, nein, nicht Kelvin, Maxwell hat die andere. Maxwell auch vor allen Dingen die Skalarenanteile dabei. Gut, also letztlich geht es darum, dass das, was wir elektromagnetische Welle nennen, vielleicht ganz wichtig nochmal zu wissen, dass es das Grundmedium eigentlich ist, wie Kommunikation aufrechterhalten wird, wie Leben funktioniert, wie überhaupt Materie aufgebaut ist. Und der Träger
oder ja, der Schöpfer einer jeden elektromagnetischen Welle und nicht nur elektromagnetisch, sondern elektrischen und magnetischen, auch der transversalen und longitudinalwelle, sind immer Elektronen. Nichts anderes erstellen dieses Spektrum elektromagnetischer. Licht gehört ja auch zum elektromagnetischen Spektrum, eben der sichtbare Bereich. Aber das ist schon mal wichtig als Grundlage. Also haben wir es, wenn wir das über das große Nichts reden, ja, das ist ja das Verhältnis vom Kern gegenüber dem, wo die Elektronen sich aufhalten, in einem Atom, das sind ja Unmengen oder unfassbare Entfernungen dazwischen. Und trotzdem funktioniert das ja alles so perfekt. Ja, aber quasi, wir haben es immer mit den Eigenschaften von Elektronen zu tun. Das soll hier jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung sein. Bewusstseinsträger sagt man ja auch. Aber wichtig, genau, für diese Phänomene, die du gerade angedeutet hast, ist das Elektronen im Grunde genommen ein ganz wichtiger. Ist doch eigentlich das Botenteilchen des Elektromagnetismus. Nicht nur Botenteile sind die Photonen, die davon ausgehen. Ja. Denn die Elektronen generieren ja erst die Photonen, um Informationen auszutauschen. Das geht dann über Resonanzprinzipien, dann wird wieder vom Sender und Empfänger, ob wir einen Radiosender nehmen, einen Fernsehsender, ist es ja nicht gleich. Du brauchst immer eine Trägerwelle, um Informationen zu übertragen. Also das läuft so, aber die eigene Information ist quasi im Hyperraum, im Skalarbereich, sogar angeordnet, das wird übertragen. Jetzt das ich ist und soll auch mal in die Praxis nochmal gehen. Gell? Wie er denn das resozialisiert, was er von diesen Kenntnissen eigentlich heute so umsetzen kann. Also ist eine große Ehre, dass ich vor allem mit dir zusammensitzen darf. Mit dir hatte ich die Gelegenheit schon einige Male. Aber der liebe Zuschauer, also ich bin nicht mehr nachgekommen, ehrlich gesagt. Wie kommt der Zuschauer nach? Und was ist mein Problem? Ich bin einfach ein Arzt. Und wahrscheinlich hat niemand im mitteleuropäischen Raum mehr Tumorpatienten biologisch behandelt als ich. Denke ich, ist vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich mache das seit 30 Jahren. Und mir wurde relativ schnell klar, dass man energetische Dinge mit einbeziehen muss. Was halt immer das ist. Ich verstehe es ja nicht physikalisch. Aber habe dann diverse Geräte, auch das von Pop, haben wir angewendet und so uns einfach hingetastet und sind jetzt bei Geräten. Und es wird interessant, wir haben ja schon kurz darüber diskutiert, welche eben Elektronenaktivität irgendwie verändern können. Wie ihm, ich verstehe es ja nicht. Mit einer pulsierenden Stimulation, mit einem elektrischen Feld, der das so kommt, aber wirklich hochenergetisch. Und was sehe ich jetzt bei meinen Krebspatienten, dass der Krebs sich in seinem terroristischen Verhalten, ich brauche immer dieses Beispiel an meinen Seminaren, verändert. Dass er also, warum ist er denn zum Terroristen geworden, dieser liebe Säugling, und danach war er ein Adoleszent und irgendwann spinnt er. Und wird zur Krebszelle. Ja, ist das ein Prozess, den man, wenn man das Milieu verändert, den Staat dieses Terroristen verändert, wieder zurückentwickeln kann? Das ist vielleicht ein Informationsumfeld vielleicht. Genau, und das hat sich absolut gezeigt. Weil ich ein einfacher Mensch bin, beginne ich unten mit dem Säure-Base-Milieu, mit der Ernährung. Ich sage halt, die Mutter Erde ist gesund. Und wenn wir uns an dieser Mutter Erde richten, was immer das heißt, dann werden wir gleich schon mal gesunder. Aber dann braucht es noch diesen Stimulus, um den Terroristen umzuwandeln. Ja. Was habe ich gemacht? Zum Beispiel bei Brustkrebs, jetzt wird's materiell. Ja. Bei Brustkrebspatientinnen, die kommen halt zu uns, ich operiere nicht, ich mache keine Chemotherapie, die unterschreiben mir das. Ihr Auftrag ist, mich biologisch zu behandeln. Wunderbar. Und diese Patientinnen oder auch bei anderen Krebsen, Prostata funktioniert auch so gut, bei die oder Kolonkarzinom fantastisch. Bei diesen Patientinnen machen wir dann diese Therapie, die ganze Milieutherapie, die Automolek und so weiter. Aber auch diese elektrische Therapie. Ich will jetzt den Namen des Gerätes nicht sagen, aber es ist eine Ionisierungsbehandlung, welche eben dann scheinbar die Ionen in einen anderen Zustand bringen, sodass sie dann, hast du mir erklärt, Photonen abgeben, was immer das heißt. Jetzt aber, wenn ich das mache, dann merke ich,
ups, die Tumoren nehmen an ihrer Artigkeit ab. Wenn ich dann nach 2 Monaten ein PET-Scan, das ist ein metabolischer Test, ja, die Glukoseaufnahme mache, dann zeigen die nicht mehr, die leuchten dann nicht mehr. Das heißt, der Metabolismus hat sich vermindert. Mhm. Wenn die dann zum Stillstand kommen, der Knoten ist immer noch da. Also habe ich x Fälle, der Knoten ist immer noch da, aber der wächst nicht mehr. Metastasen sind einfach verschwunden. Ja. Ja, warum denn? Ich weiß es ehrlich nicht. Aber dann sagt die Patientin, Herr Dr. Rau, was kann ich für Sie tun? Sie haben mich ja gerettet. Nach vielleicht 1 oder 2 Jahren. Bitte gehen Sie, machen Sie eine Histologie Ihres Knotens. Oder lassen Sie ihn halt doch entfernen. Und dann haben wir, was rauskommt. Vorher kamen sie mit einem hochinfiltrativen KS-Index von 70, 80, also maligneste Brusttumoren. Die gehen wieder und es ist ein Adenofibrom der Brust, eingepackt in Narbengewebe, ja. KS-Index gar nicht mehr nachweisbar. Unglaublich, ich habe mehrere solche Fälle. Auch Pleuramesothelium habe ich einen solchen Fall, der einfach zum Stillstand kam. Ja, warum, weiß ich nicht, aber das ist nur bei denen, wo ich auch diese Ionentherapie oder halt eben dieses Photonische, wie immer, mit einbeziehe. Ich habe sogar Menschen, die kaufen das Gerät dann und machen das zu Hause selber weiter und die haben einfach gute Verlaufsformen. Wir hatten ja im Vorgespräch gerade darüber gesprochen, dass der Krebspatient dennoch das Thema dahinter erkennen sollte. Da würde ich gleich drauf eingehen. Ja. Ich möchte ganz gerne hier noch mal was Ergänzendes sagen. Ich finde es so schön, dass du das Beispiel auch gebracht hast mit Säure-Basen-Verhältnis, ein wichtiger Parameter natürlich. Aber wenn wir das nehmen, dann ist vielleicht sinnvoll zu erklären, die pH-Wertverschiebungen stellen sich im Grunde genommen nur dadurch dar, dass ein Elektronenüberschuss gegenüber ein Elektrondefizit ausgeglichen wird. Mehr ist es nicht. Ja, die pH-Wertgrößen werden durch die Anteile der Elektronenmengen gekennzeichnet. Das ist schon mal wichtig, weil wir es immer wieder mit Elektronen zu tun haben. Und Elektronen sind die Energieträger. Sie tragen Energie. Und ein geschwächter Körper, speziell im onkologischen Bereich, hat nun mal wenig Energie. Man kann es auch an der Zellspannung messen, Zellmembranspannung, die also bei 30 Millivolt, wenn sie dann dort unterscheidet, dann eigentlich schon abstirbt. Ja, 50, 70 Millivolt wäre optimal. Und du überträgst sozusagen über eine Resonanz Elektronen vom Sender zum Empfänger in die entsprechend befallenen Gewebsstrukturen oder Zellen und überträgst, gibst ihnen schon mal Energie. Das ist schon mal ein Fakt, den man so nehmen kann. Habe ich auch mit Pop zusammengearbeitet und macht das jetzt noch mit seinem Sohn. Der hat das Erbe ja von ihm, setzt es weiter fort. Ja, also das ist schon mal, da gibt es eine gewisse Logik, wenn man das auch immer erkennt, dass das wirklich passiert. Und was da hinzukommt, ist natürlich noch die Information. Ja, da wird auch gleichzeitig nicht nur Energie, sondern auch Information übertragen. Da möchte ich wieder auf das Ergebnis zurück nochmal greifen, was ich eben gerade geschildert habe, wie sehr die entarteten Zellen auf einmal anfingen, wirklich wieder miteinander zu kommunizieren, zu reden. Ja, und das ist auf einer ähnlichen Weise eigentlich auch der Fall. Ich habe ja natürlich Jahrzehnte auch Grundlagenforschung betrieben mit teilweise 11 Fachbereichen, die da involviert waren. Und da haben wir natürlich ein bisschen genauer gucken können. Und am Anfang standen wir auch davor und gesagt, wir verstehen eigentlich überhaupt nicht, was da passiert. Aber haben natürlich jetzt aus dem Vollen schöpfen können. Wir haben viel Geld vom Staat bekommen, um genau das zu hinterfragen, was da passiert, was du jetzt geschildert hast. Also die Modelle dafür gibt's, ja, und die Ergebnisse vor allen Dingen gibt's auch. Also wir haben es mit Energieübertragung zu tun und wir haben es vor allen Dingen mit Informationen zu tun. Was nützt die beste Energie, wenn ich am Grunde genommen die falschen Informationen bekomme? Dann geht's auch in die falsche Richtung. Ich glaube, die Natur liefert ja alle diese Informationen. Wir haben nur zu viele Störfelder mittlerweile aufgebaut oder auch Störfelder über Gifte, über auch toxische Gedanken. Theoretisch hätten wir alle Möglichkeiten. Ich glaube, heute braucht man ein bisschen Technologien. Dein Gerät, was früher im Prinzip dann zertifiziert worden ist, durch chronische Kniearthrose, die 150 MHz-Geschichten. Mit den Sachen, wo wir arbeiten, wir bringen ja auch viele vitale Frequenzen mit ein. Also praktisch Trägerfrequenz, die 150 MHz, dann die Schumann-Frequenz, also die 8. Das ist ja die wichtigste biologische Frequenz für alle lebenden Organismen. Sagen das dann Top-Leute, glaube ich auch du. Dann die 22,5 Hertz ist die Quellwasserinformation, dann die 144 Hertz, da sagt man, es ist gerade der Code der göttlichen Ordnung, 402 und so weiter. Was ich nur sagen will,
Wir schaffen es, glaube ich, mit dieser Technologie auch solche Informationen reinzubringen und dann so etwas zu, ein Milieu zu schaffen, was allen hilft, ist nämlich die hexagonale Strukturen. Da hat jetzt einer geschrieben, hexagonales Zellmilieu sei der, der Stein der Weisen in der neuen Biophysik. Und jetzt komme ich auf deine Elektronen, wenn ich nämlich hexagonale Strukturen schaffe, hatte der Flanagan damals nachgewiesen, dass ich extrem viele aus der Struktur geborene freie Elektronen generiere, Elektronenplasmas. Mhm. Und dann habe ich genau die Energie, die ich eigentlich brauche, und die Information, die ich eigentlich brauche. Das sind die Ionen, von denen er gerade spricht. Ne? Ja. Mhm. Und das ist also, eigentlich schaffe ich dieses hexagonale Zellmilieu. Ja. Und das neutralisiert, weil es in hydrophiler Umgebung immer stark negativ geladen ist, auch die positiv geladenen H3O-Plus-Ionen, die im Prinzip für die Übersäuerung verantwortlich sind. Also ich schlage sozusagen die Übersäuerung tot, habe gleichzeitig noch, sage ich mal, freie Elektronen als Informations- und Energieträger. Die Zellmembranspannung unterstütze ich auch noch durch minus 70 Millivolt geladene Impulse, die übrigens, die sind übrigens nur transportierbar kabellos über eine Skalarwelle, nicht über Hertzsche Wellen, also sind wir schon beim elektromagnetischen, den verschiedenen Variationen, wo wir da haben. Ich glaube, wir haben schon da Tools in der Hand, die fantastisch sind. Ich glaube, deine ganzen Geräte und deine ganzen Entdeckungen haben auf ähnlichen Basen gearbeitet. Und ich glaube, es ist höchste Zeit, dass es sowas überall gibt. So hast du schon was. Das ist eindeutig, dass mit der Integration solcher Techniken, ich denke jetzt an deine Technik vor allem, da ist einfach die Erfolge sind viel besser. Das ist keine Frage. Also wir haben das über Jahre ja geschaut bei unseren Patienten. Wie viel arbeitet ihr noch jetzt, sage ich mal, spirituell? Ich will mal spirituell sagen, wir haben das ja in gewisser Weise verloren, aber früher hatten die Naturvölker, die hatten ja den Zugang noch. Und wenn man sich da die Forschung anguckt, ich meine, die Aborigines, die können heute noch ein Knochenbruch in einer Stunde heilen oder solche Dinge. Und es gibt zwei Fälle, die selben, also die haben das Autoren, das ist dann insbesondere Dispenza und Kubi gewesen. Dispenza hat ja eine geschrottete, sei mal nach einem Unfall, ist von einem SUV überfahren worden, eine geschrottete Wirbelsäule. Da lag der im Krankenhaus und gesagt, es gibt einen Bauplan, ich bin mal richtig gebaut worden, das muss auch ein zweites Mal gehen. Und er hat nur daran gearbeitet und war davon überzeugt, dass das so ist. Und seine Wirbelsäule hat sich sozusagen wieder neu geschaffen. Und es gibt so Fälle mit Kindern, die so überzeugt sind, hat ein Kind, das ist ein Bein amputiert worden, das war so überzeugt, dass es selbstverständlich nachwächst. Die sind innerhalb von einem Jahr nachgewachsen. Ich denke, da ist noch viel Luft nach oben, weil ich glaube, mit den richtigen Gedanken vom Herz emittiert, mit der Dankbarkeit, dass das Ergebnis schon eingetreten ist, komme ich in diese native Urlaubpause und kann die wieder reaktivieren. Also es wäre meine Idee. Also ja, das ist richtig. Ja. Das richtig funktioniert in Einzelfällen ja auch, wie du einen Fall beschrieben hast. Ich glaube, du hattest auch was Ähnliches vorhin angedeutet. Das Bewusstsein ist ein ganz wichtiger. Der wichtigste Bereich überhaupt, ich komme gleich auf die Antwort deiner Frage zurück. Aber ich möchte mal so weit gehen, wenn wir über die geistigen Interaktionen sprechen. Wenn wir betroffen werden zum Beispiel von einem, bleiben wir auch beim Tumorbereich, im Kanzerogengeschehen, in der Onkologie, und dann eben die ganze Angst noch mit dabei ist. Ja? Also ich meine, wenn du dich heute mit dem Thema, wenn der Arzt dir die Diagnose gibt, dann hast du schon mal das erste Thema Angst. Ja? Dass das sich auf dem Immunsystem auswirkt, können wir uns gut vorstellen. Dann kommen wahrscheinlich die Schmerzen auch mit auch hinzu. Und mit solchen Voraussetzungen oder solchen Bedingungen dann auch in den Zustand der Entspannung zu gehen und zu sagen, ich manifestiere mir da, ganz schwierig. Ja, klar. Theoretisch richtig, in Einzelfällen funktioniert das, aber in der Regel ganz schwierig. Also wir haben folgende Erfahrung gemacht. Antwort auf die Frage von dir eben. Also wir haben hier ganz am Anfang, da rede ich jetzt von 1984, 85, erstmal vorher haben wir mit einzelnen Zelllinien gearbeitet. Escherichia coli angefangen, dann mit Makrophagen, Fibroblasten, was auch immer für Zelllinien, und gesehen, wow, wir können die Zellkommunikation, deswegen habe ich mit Pop zusammengearbeitet, wirklich darstellen. Die Zellen kommunizieren hier und damit auch den Status ihrer Stabilität, der Gesundheit auch erfassen. Aber dass es dann wirklich auch mit Patienten passierte, verdanke ich einem Mediziner, der damals davon hörte, dass ich diese Maschine hatte. Er hat sie Maschine genannt. Das ist ja ein 150-Megas-Generator. Und da wusste ich im Grunde genommen noch gar nicht, warum es überhaupt wirkt. Und er hat es dann eingesetzt und hat gesagt, also was ich hier erfahren habe, ist so sensationell, da müssen wir nachgehen. Möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber eins haben wir rausgekriegt. Wir haben, nachdem wir dann universitär weiter geforscht haben, TU Berlin, Humboldt-Universität Berlin und die FU Berlin, 11 Fachbereiche waren involviert in dieser Forschung. Und gerade die Praktiker, die Ärzte, hatten dann auch onkologische Fälle dabei, austherapierte, und dann haben sie diese befeldet, ja, mit dieser bestimmten Frequenz, 150 Megahertz in diesem Falle. Und dann haben wir festgestellt, nach einem Jahr austherapierten, ist das schon erstaunlich, dass die dann doch noch leben. Wunderheilungen gibt es immer, gab es immer, liegen im Promillebereich in der Statistik.
aber das war ein zweistelliger Bereich, dass die noch ansprechbar waren. Und dann haben diese Leute berichtet, das waren Sternstunden in meinem Leben. Ich saß ja nur daneben, ich bin kein Arzt, aber die Mediziner haben das ja hinterfragt. Und dann sagten diese Probanden ist gut, ja, Patienten, die eigentlich gar nicht mehr waren, sie haben während dieser Befeldung, wie sie es genannt haben, erkannt die Ursache, warum sie krank geworden sind. Also unterdrückte Themen, ja, und so weiter. Das ist die eigentliche, wo wir dann sagen, das ist ja die erste non-palliative Therapie, die nicht Symptome bekämpft, sondern die Ursache angeht. Weil es sich daraus, aus der Erkenntnis heraus, was ich hier falsch gemacht habe, eine Rückbildung generiere von meinen Tumoren, dann ist das das Beste, was uns passieren kann. Hat allerdings zur Folge gehabt, wir haben das ein Jahr später wiederholt, nochmal nachgefragt, dass einige nicht mehr lebten. Dann haben wir natürlich die Verwandten befragt und gesagt, ja, der ist wieder in den alten Rhythmus gekommen, der hat wirklich die alten Macken angenommen. Dann ist nichts mehr zu machen. Der Geist spielt eine ganz, ganz große Rolle. Genau. Du wolltest dazu noch was sagen. Ja. Also, du beschreibst das auf einer anderen Ebene, was wir absolut auch erkennen. Wir versuchen in unserer Klinik die Patienten in einen anderen geistigen Zustand zu bringen, mit verschiedenen Techniken, also auch psychologische Techniken, Bewusstseinstechniken, aber vor allem, jetzt wird es interessant, die Hyperthermie. Die Ganzkörperhyperthermie, da kommt der Patient in einen Fieberzustand von, weiß ich, 39,5 bis 41, da wird es langsam gefährlich, aber wir gehen normalerweise auf 39,5, 40. Und dann beginnen die Menschen, auch Krebspatienten, zu fantasieren. Und da muss man sie nur ganz einfach lenken mit dem Thema des Krebses. Weil jeder Krebs hat sein Lebensthema. Und da kann ich das ankicken, ich muss gar nicht viel sagen. Zum Beispiel, das könnte eine Thematik dahinter. Nein, ich sage es anders. Ja, wissen Sie, bei den Brust, ich bin ja dann bei diesen Patienten dabei und die haben da Fieber und so wie kleine Kinder, die fantasieren. Und dann sage ich so nebenbei, ja, ich mache die Erfahrung, dass Partnerschaftsprobleme mit dem Vater sehr wichtig sind. Dann beginnen die zu fantasieren und kommen dann in einen Zustand. Und nachher sagen sie mir, wie wussten Sie meine Lebensgeschichte, Herr Doktor? Ja, ich wusste ja nichts, Sie wussten es ja. Ich hatte ja keine Ahnung. Und da muss irgendwie der Körper in einen anderen energetischen Zustand gekommen sein. Ja. Und das ist dann wie ein Schlüssel. Wir haben aber heute, und jetzt bin ich wieder auf dem Boden, wir haben einfach das Problem, dass die Menschen so zugedeckt sind mit Strahlung, mit falschen Frequenzen, mit Toxinen, dass sie auf diesen energetischen Zustand gar nicht mehr kommen. Ja, das beobachten wir auch. Ja. Aber um das vielleicht ganz kurz zu erklären, das Phänomen, dass durch Hyperthermie induzierte Halluzination, also wenn man Fieber hat, kennen wir das Phänomen, ich hatte mal 41 Fieber und weiß, zwar gar nicht mehr selber, was ich da fantasiert habe, aber das ist alles aufgenommen worden auf Tonband von meiner Krankenschwester und weil da waren wohl ganz spannende Geschichten bei. Also wie das zustande kommt, ist natürlich dann auch auf zellulärer Ebene gut zu erklären. Wir induzieren nämlich so einen Fieberzustand, es ist ja ein künstliches Fieber durch die Hyperthermie und dann kommen genau diese Systeme, diese Prozesse am Laufen, dass wir in die Delta-Phase kommen, in die Theta-Phase kommen. Das ist da, wo wir im Tiefschlaf im Grunde genommen in der Traumphase sind. Da sind sozusagen, ist das Bewusstsein abgeschaltet, denn wenn wir träumen, schlafen und so weiter, ist uns ja nicht bewusst, dass wir träumen oder schlafen. Das ist also abgeschaltet, der Verstand, der ist alles noch so kontrolliert. Und in dieser Phase kommen die, wie ich nenne, Leichen aus dem Keller. Die sind einsehbar. Also die großen Leichen, die im Grunde genommen die hauptsächlichen Krankheitsursachen sind, sind a priori, als erstes dort, die du antriffst. Und das haben wir eben über die vielen Jahre, Jahrzehnte ja auch so dann empirisch erforscht. Warum passiert das? Und da ist die Hyperthermie ganz wichtig. Wir hatten ja Professor Schliephage dabei, der Erfinder der Hyperthermie. Mit ESA 1933 hat er die Hyperthermie erfunden. Und der hat mir ja auch davon berichtet. Also es geht letztlich darum, dass wir dann den Schritt übersprungen haben. Gesagt, wir wollen den Körper nicht so sehr stressen. Durch zu viel Energie, zu viel Fieber stresst den Körper schon. Wissen wir, dass nach dem Fieber sehr, sehr schlapp sind. Und oftmals sind die Leute so krank, dass sie nicht noch schlapper werden dürfen. Und da haben wir es aber geschafft und haben gesagt, wir geben einfach die Informationen rüber. Ich runde das mal kurz ab, weil ich habe immer noch nicht erklärt, was eigentlich die 150 MHz im Wesentlichen machen. Also als wir anfingen, 81 damit zu arbeiten, wusste kein Mensch, ob es das gut klassifiziert in der Physik oder in Elektrotechnik, ist es eine Radiowelle.
Ja, wenn wir UKW anschalten, gehen die Frequenzen bis 102 MHz. Fernsehfrequenzen gehen ein bisschen höher, da sind mehr Informationen drin, deswegen braucht man eine höhere Trägerfrequenz, das ist eigentlich eine Carrier, sprich Trägerfrequenz, wo man Informationen aufmoduliert, Sprache, Klang, Bilder. So. Und das ist im Grunde genommen die 150 MHz. Das wussten wir nicht, wir wussten nur, sie hat funktioniert. Mhm. Ja, in der Zell-Zell-Kommunikationsebene oder auf dieser Ebene. Und viele Jahre später, als wir dann schon diese Erfolge hatten mit den austherapierten Patienten und wir mitten in der Grundlagenforschung waren, gab es dann auf einmal einen Durchbruch in den USA, das war 92, wo 87 schon mal ein Versuch, aber 92 wurde es dann abgesichert, dass man rausgekriegt hat, dass die menschliche DNA eine entspiralisierte Wellenlänge von 2 Metern hat und das entspricht einer Frequenz von 150 MHz. Seitdem steht es in jedem Genetikbuch weltweit. Das ist Standard, weil man das messen kann. Ja. Heute kann's messen. Das heißt, wir haben wirklich eine faktische Resonanzfrequenz der menschlichen DNA, die alleine schon mal zumindest über die Resonanz Energie überträgt, Elektronentransfer, ja, und aber auch gleichzeitig Informationen in dem Sinne nämlich modulieren. Ja, also ein Prozess, du hattest ja auch angedeutet vorhin, den haben wir natürlich erstmal gründlich erforschen müssen, sonst hat uns überhaupt keiner ernst genommen. Wir durften nämlich die Arbeit gar nicht veröffentlichen, bevor man das nicht alles irgendwo hieb- und stichfest darlegen konnte. Ja, aber das größte Phänomen für uns alle war, dass wir den geistigen Aspekt, den hast du ja als Normalmediziner im Lehrverfahren, wenn es heute, wenn Naturheilkunde vermittelt wird, da ist der Geist zwar schon eine Rolle, spielt eine große Rolle, aber in der allgemein gelehrten Medizin kommt das also gar nicht richtig vor. Dass der hier aber hauptsächlich Rolle spielt, wird uns nicht überraschen. Ja, als Humanoiden sind wir ja gar nicht keine Funktionsautomaten, sondern wir sind beseelte Menschen mit einem Geist. Und wenn der irgendwie zu kurz kommt, dann können wir uns vorstellen, was passiert. Kriegst eine Schocknachricht, dein Immunsystem geht in den Keller und wenn das lange genug ist, dann bist du richtig krank. Ja? Also das sind alles diese Prozesse, die relativ einfach auf einmal erscheinen, wenn man sie sich ganzheitlich anschaut. Deswegen waren 11 Fachbereiche dabei. Ein einzelner Fachbereich hat es gar nicht zustande gebracht. Ich fasse nochmal zusammen. Das Wunderbarste und für mich immer noch zum Niederknien, wenn ich mir diese Ergebnisse anschaue und die Leute auch besuche teilweise, was mit denen passiert ist, aus dem Hotspot, die nur noch 30 Kilo wogen und so weiter, ja, und gesagt, die haben noch 14 Tage maximal zu leben und solche Geschichten und die schaue ich mir dann immer noch an, nach so vielen Jahren. Und wenn die dann sagen, wissen Sie, das Schönste war nicht, als der Oberarzt zu mir sagte, Sie können gehen. Wir können keine Metastase mehr feststellen. Wir sehen ja, Sie haben keinen Krebs mehr. Sagt sie, das war nicht das Schönste. Das ist jetzt mein Lieblingsbeispiel. Ich sagte, das Schönste war, als ich das erste Mal in meinem Leben wirkliche Freude erfahren durfte. Und dann liefen mir die Tränen runter. Also da kniest du dich wirklich nieder. Ja, das also, ist auch ein... Das ist der Bereich, wo ich sehr glücklich drüber bin. Und vielleicht auch noch eins, das ist nicht das Produkt einer empirischen Arbeit. Ich bin kein Empiriker, nie gewesen. Das war wirklich eine Inspiration. Schön. Danke, lieber Dieter. So schön, dass du hier warst. Auch vielen Dank für deine Zeit. Ich könnte dich jetzt noch stundenlang wirklich, unsere Zeitfenster sind jetzt schon völlig überzogen, aber danke. Auch danke dir, lieber Thomas, für deine großartige Arbeit mit den Menschen. Wirklich so viel, dieses Ganzheitliche, wirklich offen zu sein, auch als Arzt. Schon immer, sage ich jetzt mal, wirklich. Etwas haben wir gemeinsam, die Beharrlichkeit. Ja. Genau, würden wir hier jetzt nicht mehr sitzen. Ja. Lieber Per, dir danke für die tiefen Fragen und die komplexe Diskussion, aber ich fand es jetzt total wichtig, dass dich auch mal jemand fragt, der auch ja, wirklich tief im Thema drin ist. Du gehst richtig rein. Ja. Ja. Hast du das auswendig gelernt? Die ganzen Zahlen? Nee, ich aber wir müssen jetzt echt machen. Ich affirmiere immer, dass ich ein vollkommenes Erinnerungsvermögen habe. Das funktioniert. Ah, geil. Das habe ich auch. Das funktioniert. Ja, super. Da gab es das Wort Laptops nicht. Für meinen Prof war ich immer sozusagen so ein Laptop. Aha. Weil ich immer wusste, wer da einen Vortrag gehalten hat, wo hat wer was publiziert, auf welcher Seite stand das, wusste ich, weil ich es einmal gelesen habe. Super. Das hilft. Ja, also wir glauben das alle. Es gibt noch den Abgesang. Ich muss noch Tschüss sagen. Es gibt so Liebe Zuschauer, ganz schnell Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tolle Runde. Tschüss.